Oh Mann, bald beginnen die Sommerferien. Oh, ich freue mich schon mega drauf. Aber die Frage ist, was ich heute mache. Weil mir ist ein bisschen langweilig. Boah, ich habe eine super Idee. Ich hätte Lust, mal wieder Pizza zu essen und am besten selbstgemachte. Ich frage mal Mama, ob ich Pizza machen kann oder ob sie am besten Pizza macht. Also ich glaube, eins von beiden ist ganz gut. Und wenn ich Pizza machen kann, dann ist sogar gut, weil dann könnte ich vielleicht sogar für Marleen auch mal Pizza machen und dann kann ich sie mal auf ein Date einladen. Ich schau mal unten, ob Mama gerade Zeit hat, mir beim Schnibbeln dann zu helfen. Ich hoffe natürlich, dass wir auch Zutaten haben. Mama, was machst du da? Ach, hallo Louis. Ich probiere gerade ein neues Rezept aus. Ist eine kleine Überraschung für euch. Ach so, du kochst schon. Ich wollte eigentlich Pizza machen und fragen, ob du mir dabei helfen kannst oder eventuell, ob du die machst und ich guck dir dann zu. Damit ich auch Marleen mal zum Pizzaessen einladen kann. Ach, Louis, das ist eine echt süße Idee von dir. Da wird sich Marleen auf jeden Fall freuen, aber heute geht das nicht. Ich brauche noch den ganzen Tag die Küche. Dieses Rezept ist doch etwas komplizierter, als ich dachte. Oh Mann, kann ich das vielleicht nebenbei machen? Ich brauche auch nur den Ofen, glaube ich. Ich glaube, dafür braucht man nur den Ofen, oder nicht? Weil sonst weiß ich nicht, was ich machen soll. Ach, Louis, das eilt doch nicht. Für heute mache ich doch Essen. Du kannst gerne morgen für uns Pizza machen. Geh doch in dein Zimmer und spiel ein bisschen. Du zockst doch eh den ganzen Tag. Warum zockst du jetzt nicht einfach? Na gut, dann gehe ich einfach mal wieder nach oben. Wenn ich jetzt die Erlaubnis zum Zocken habe, dann lass ich mir das auf jeden Fall nicht zweimal sagen. Aber irgendwie will ich schon wissen, wie man so eine Pizza macht. Ah, ich habe eine Idee. Ich schaue einfach im Internet, wie man eine Pizza macht. Vielleicht finde ich ja auch eine coole App zum Spielen. Oh, ich sehe da schon Pizza selber machen, Pizza-App. Oh, das ging doch gut. Das fange ich jetzt mal an zu spielen. So, jetzt schaue ich mir mal das neue Spiel an. Pizza Maker. Also ich bin ja schon ein echt guter Pizzabäcker. So wie Mama eigentlich immer sagt. Aber heute darf ich ja nicht selber Pizza machen. Deshalb werde ich einfach selber ein bisschen spielen. So, mal schauen, wie das Spiel aufgebaut ist und was ich da machen muss. Italian Pizza. Aha, okay, das spiele ich dann mal. Mal schauen, was ich da jetzt machen muss. Okay, also ich habe hier schon ein paar Zutaten. Was ist das hier? Ah, das ist anscheinend... Ah, ich muss hier einfach alles einfüllen. Das ist ja mega cool. Salz? Ja, okay, ich glaube, Salz kommt auch rein. Das wusste ich gar nicht, dass Salz in den Teig reinkommt. Na, okay, gut, dann mache ich hier nochmal Wasser. Und jetzt alles umrühren. Okay, ich rühre. Und ich sehe schon, wie das zum Teig wird. Oh Mensch, das ist ja echt cool. Also, ich glaube, da kann ich echt viel lernen. Jetzt muss ich hier ein bisschen platt rollen. Ja, es wird immer größer. So wie ich das auch mache. Okay, also, ich glaube... Jetzt muss ich hier die Tomate schneiden. Okay. Ja. Und dann nochmal. Und hier kann ich noch einen Schnitt. Yes. Das ist doch auf jeden Fall richtig gut. Die Zwiebeln. Oh nee, bei Zwiebeln tränen mir mal die Augen. Aber zum Glück ist das ja keine echte, sondern nur am Bildschirm. Ui, aber wenn ich überlege, wenn ich mir meine Pizza auch immer mache, dann muss ich auch immer Zwiebel schälen. Ich meine, das Schneiden überlasse ich immer Mama. Aber ich meine, wenn ich größer bin... Und selber die Pizza schneide und die Zwiebel schneide, dann brennt mir das ja auch in den Augen. Okay, jetzt muss ich das anscheinend dazu in die Pfanne hier. Okay, habe ich es schon eingeschaltet? Okay, also hier einmal, das ist Wasser, Tomaten, noch mehr Tomaten. Jetzt kommen die Zwiebeln, die Knoblauch darf nicht fehlen, der Knoblauch und ein bisschen Salz. Okay. Und jetzt wieder umrühren. Ah, jetzt wird das eine Tomatensauce. Okay. Oh, das ist aber cool. Die kommt dann am Ende auf die Pizza. Oder beziehungsweise jetzt schon. Okay, hier. Und noch ein bisschen. Also schön verteilen. Die Pizza soll ja voller Tomatensauce sein. Und jetzt noch ein bisschen Käse reiben. Ich liebe Käse. Also von Käse kann man ja nicht genug bekommen, ne? So. Okay. Also das ist aber jetzt doch genug. Mehr will ich ja nicht. Ich will ja noch ein paar andere Sachen drauflegen. Oh, Basilikum. Da lege ich ein bisschen... Ich kann das selber designen. Hä? Okay, dann lege ich hier so dahin. Ein bisschen Brokkoli. Brokkoli ist eigentlich auch immer gut auf einer Pizza. Ich meine... Brokkoli ist ja auch mega gesund. Davon wird man groß und stark. Eine Chili möchte ich ehrlich gesagt nicht. Und... Ah, Paprika darf nicht fehlen. Paprika, ja, das wird eine schöne grüne Pizza. Eine rot-grüne Pizza, die ich dann auf jeden Fall später auch mal so ausprobiere, wenn Mama endlich in der Küche fertig ist. Das ist ja der Grund, wieso ich nicht in die Küche kann. Weil Mama ja die ganze Zeit am Kochen ist und die sagt,
Nein, Louis, heute machst du keine Pizza. Mach morgen Pizza, weil ich heute irgendwas kochen möchte. Ich weiß nicht was, aber ich meine, okay, Mama kocht ja auch immer ganz lecker, aber wenn ich ihr das nächste Mal zeige, wie meine Pizza schmeckt, dann darf ich vielleicht öfter in die Küche und dann darf ich mal mehr kochen. Aber mal schauen. So, erstmal will ich hier diese Pizza fertig machen. Ich habe jetzt auch auf jeden Fall viel Pilze drauf gemacht. Und was kann da noch raus? So, Bohnen? Nee, Bohnen mag ich nicht. Zwiebeln? Ja, Zwiebeln können auch noch ein bisschen drauf. So, rote Zwiebeln, die sind eigentlich auch immer gut. So, ich hab mal im Fernsehen gesehen, dass rote Zwiebeln auch immer einen guten Geschmack geben. So, deshalb packe ich da auch welche drauf. So, was ist denn das hier? Ist das nicht schon Basilikum? Ich hatte doch eigentlich Basilikum drauf. Ah ja, okay, komm, ein bisschen geht ja noch. So, nicht viel, aber... Ananas auf einer Pizza? Also, Ananas auf einer Pizza? Ja, das finde ich persönlich mega, mega lecker. Und deshalb packe ich da ganz viel drauf. Ich glaube, Mama und Papa essen das nicht so gerne. Die sagen, Früchte auf einer Pizza haben nichts verloren. Hey, aber ich liebe Früchte auf einer Pizza. Ich glaube, Hannah auch. Aber ich bin mir nicht gar nicht sicher. Ich muss sie mal fragen. Aber, ich meine, wenn ich eine Pizza mache mit Ananas, dann müssen das alle so essen. So. Okay, jetzt Paprika habe ich ja schon. Rote Paprika möchte ich. Und Tomaten habe ich ja die Tomatensauce. Deshalb, ich finde, das ist so in Ordnung. So, jetzt kann ich weitermachen. So, was kommt denn noch drauf? Nee, ich mache hier jetzt einfach mal eine vegetarische Pizza. Ich möchte da nichts mehr drauf. Außer Artischocken. Die sind eigentlich auch ganz lecker. So, aber ich mache nur hier so eine kleine Ecke, weil ich weiß nicht genau, wie die auf einer Pizza schmecken. So, und jetzt kann ich die in den Ofen tun. Boah, wirklich, wie in einer richtigen Pizzeria mit Holzbrettchen. Boah, das ist ja mega cool. Und jetzt, wie lange muss ich denn da warten? Ich hoffe, ich muss jetzt nicht wie in echt eine halbe oder eine Dreiviertelstunde warten. Oh, Leute, schaut euch mal meine super lecker, mega dufte Pizza an. Und jetzt darf ich die noch schneiden? Ah, ne, die wurde jetzt schon geschnitten. Okay, boah, wie cool ist das denn? Okay, dann mache ich jetzt als nächstes eine Candy-Pizza. Okay, so, ich möchte eine Candy-Pizza machen. So, eine Candy-Pizza. Ah ne, okay, Candy-Pizza kann ich noch nicht machen. Ich muss erst Mama und Papa fragen, ob sie mir das freischalten. Ja, okay, gut, dann was kann ich denn als nächstes noch machen? So, ich schaue noch mal ein bisschen rum. Ich meine, ich habe jetzt ja eine Italian-Pizza gemacht. So. Okay. Ich schaue mir das hier noch mal ein bisschen an. Aber ich glaube, ich mache noch eine Italian-Pizza. Einfach nur aus dem Grund, um zu schauen, welche Pizzen ich noch alles machen kann, die vielleicht super lecker aussehen. Und danach frage ich Mama, ob ich die auch so ausprobieren kann. Weil wenn ich sage, ich habe die so schon in einem Spiel gemacht, dann darf ich die vielleicht schon einfach auch mal selber machen. Ich meine, man muss ja erstmal ausprobieren, wie die Pizzen sind, ne? So, okay, jetzt das Ganze nochmal hier, Teig. Ich werde jetzt aber nur ein bisschen anders belegen. So, ich werde jetzt hier nochmal schön schneiden. So, und okay, super. Und hier, ja. Also wenn ich auf jeden Fall eine Pizza mache, dann muss die Mama auf jeden Fall dabei helfen, die Sachen hier zu schneiden. Weil alleine schneiden ist nicht so gut. Mama weiß nämlich genau, wie das funktioniert. Einfach Mama dann später fragen. Okay, so da und da und da nochmal und hier nochmal. So, jetzt habe ich eine halbe Chili. Das reicht auch auf jeden Fall, eine halbe Chili. So, ein bisschen salzen. Ich mache mal die ganzen Zutaten diesmal ein bisschen unterschiedlich rein. So, okay. Und jetzt schön rühren. Und jetzt wird es wieder so eine leckere Tomatensauce. Ich habe die natürlich wieder super lecker gemacht. So, und jetzt wieder gleichmäßig auf die Pizza verteilen. So, und noch einmal. Passt genau. Und natürlich wieder ordentlich Käse drauf. So, also ich finde, Käse muss eigentlich fast auf jede Pizza drauf. So, aber jetzt kommen andere Zutaten. So, diesmal nehme ich... Ich mache, glaube ich, eine Prank-Pizza. Ich mache eine extrem scharfe Pizza und die gebe ich dann Hannah. Das wird bestimmt mega lustig. Prank.
Und ich meine, und wenn sie die nicht essen will, soweit ich weiß, Papa isst mega gerne scharf. Der mag Chilis wirklich so gerne. Ich weiß gar nicht, wie er das mag, denn das ist ja... Das brennt so im Mund. Also ich mag gar nicht scharf. Zum Glück mag Papa scharf. Das heißt, wenn Hannah die nicht essen möchte, dann kann Papa die noch essen. Und ich glaube, bevor Hannah überhaupt einen Biss macht in die scharfe Pizza, dann sagt Papa, nee, gib mal lieber schnell her. Ich will die essen. So, jetzt mache ich noch ein bisschen Mais drauf, damit man die Chili nicht sofort so sieht. So. Und ein bisschen Oliven. So. Die Oliven kommen jetzt da noch drauf. Schwarze Oliven. Und grüne Oliven. So, eigentlich wird das ja schon eine Pizza für Papa. Ich meine, ich mache Papas Lieblingszutaten drauf. Oliven, er mag jede Art von Oliven. Oliven, scharf und Käse mag er ja auch. Also Chili mag er auch ganz gerne. Und okay, ein bisschen für die Schärfe kriegt Papa auch noch ein bisschen Zwiebeln. Natürlich sage ich ja erst, dass Hannah mag auch, glaube ich, Zwiebeln. Natürlich ist das ja eine Prank-Pizza an Hannah. Ich mache jetzt auch erstmal keine Ananas drauf, weil wenn Hannah die nicht mag, weil die jetzt zu scharf ist, weil mein Prank einfach genial ist, dann soll die Papa ja essen, weil wir wollen ja nichts wegschmeißen. Und deshalb mache ich da noch ein bisschen Tomaten drauf. So lege ich genau über die Chilis, damit Hannah das nicht sieht. So, okay. Ein bisschen Tomaten hier drauf. Da, ich glaube, ich habe jetzt alle Chilis verdeckt. So, ja, alle Chilis sind verdeckt. Und jetzt kann es eigentlich auch schon fast in den Ofen. Ah, was kommt hier noch rein? Ich glaube, das sollte reichen. So, jetzt können wir in den Ofen. Oh, das wird mega lustig. Das wird mega lustig, wenn ich diese Pizza in echt mache und die an Hannah gebe. So, und... Boah, die sieht ja mega gut aus. Ich meine... Die sieht wirklich lecker aus. Wenn ich nicht wüsste, dass da so viel Chili drauf ist, dann würde ich die sogar selber essen. Weil die einfach so lecker aussieht. So, aber ich habe auf jeden Fall jetzt genug gelernt, wie man Pizzen belegen kann. Ich werde Mama später doch noch fragen, ob ich in die Küche davon Pizza machen kann. Mal schauen. Stopp. Ich habe da noch was. Also, habt ihr Lust auf Hörspiele? Dann sucht doch mal nach Familie Vogel oder spiel mit mir auf Spotify, iTunes oder Amazon Music oder wo ihr sonst so eure Hörspiele hört. Viel Spaß!